bei Emergency 2016, die tolle 2016er Version dieses Superspiels, wo man in München unterwegs ist und die Feuerwehr und Polizei und Rettungswagen steuert. Und ich habe gerade in der Pause gemerkt, dass überall auf der Karte Leute verteilt waren, die ich jetzt alle eingesammelt habe. Also überall waren so Polizisten noch auf der Straße, weil ich immer die Wagen einfach nach Hause geschickt habe, ohne dass die Leute eingestiegen sind. Jetzt habe ich gerade es geschafft, alle Leute in der Pause einzusammeln und die fahren jetzt alle zurück zum Headquarter. Und ich kaufe mir jetzt ein neues Fahrzeug und ihr seid live dabei. Vielleicht dürft ihr auch voten jetzt einfach mal, was ich mir kaufe. So, wir können ja mal reingehen hier. Gucken, das kann ich mir kaufen. Ich habe 8100 Credits und könnte jetzt ordentlich loslegen. Also, was wollt ihr, was ich mir kaufe? Ist es ein SEK-Roboter? Was ist das denn Geiles? Ein Bergefahrzeug? Tanklöschfahrzeug oder Tanklöschfahrzeug? Welches ist denn geiler? Egal. So, was soll ich? Tanklöschfahrzeug habe ich doch schon drei, oder? Ach nee, Tanklöschfahrzeug ist schlau, weil natürlich ist es klug, weil ich immer an Hydranten gehen muss. An Hydranten, an diese Dinger, die Wasser geben. Ewige Quellen. Für die. So, Bergefahrzeug, so. Roboter. Ganz klar, Roboter. Raketenwerfer. SEK-Roboter. Tanklöschfahrzeug und SEK-Roboter. Ich höre jetzt einfach mal auf Kaffeebohne? Ach, Kaffeebohne. Jetzt habe ich es verstanden. So. Tanklöschfahrzeug wollt ihr auch haben? Ich habe ja genug Geld. Ich kann mir einfach von allem eins kaufen, glaube ich. Mache ich einfach. Komm, ich kaufe jetzt einfach alles. Glaube ich. SEK-Roboter. Dann kaufe ich noch das Bergefahrzeug und noch die anderen beiden auch alle. Warum frage ich euch überhaupt? Ich kaufe einfach alles, weil ich auch in diesem Spiel sehr reich bin. Und damit, was ist jetzt los? Ach, guck mal, jetzt habe ich es dadurch geschafft, oder was? Zumina hat es auch gerafft. Ich kann einfach alles kaufen, ja. Hab ich jetzt auch verstanden. Guck mal, eine schöne Animation, ne? Cooler Bagger. Ich finde ja auf dem Bau, ich habe ja eine Zeit lang auch mal auf dem Bau gearbeitet. Ich finde es ja immer noch irgendwie geil, weil... Oh! Das war eine zweite Weltkriegsbombe. Eieieiei, was ist da los? Riesenexplosion. Oh, bin ich jetzt hier in der Bahn? Ach nee. Ist doch bescheuert. Oh, da ist jemand am Boden. Die Bombe. Aber jetzt ist doch schon eigentlich alles geregelt. Das sind doch nur... Ach du Scheiße, guck mal, was hier los ist. Zweite Fliegerbombe entschärfen als erstes. Okay. Bestimmt hier. Nee. Polizei? Nee. Nee. Wo sind denn die guten Ingenieursfahrzeuge? SEK-Roboter. Ja, wo ist denn der SEK-Roboter? Wird doch... Ach da, so ein Kommando. Kommt erstmal dahin. Dazu nehmen wir nochmal einen Notarztwagen. Und wir nehmen zwei Rettungsautos. Weil da liegen ja zwei Menschen am Boden. Und sie sollen sie ja nicht hier. Wir sind ja nicht bei der Fahrgemeinschaft. Und da unten brennen noch Autos. Nehme ich auch nochmal. Nehme ich mal dieses neue Tanklöschfahrzeug. Weil hier sieht es ja ordentlich am Brennen aus. Alter, wie geil das SEK hier ankommt. Cool. Coole Jungs sind das, ne? SEK sind schon die coolsten bei der Polizei. Ja, aussteigen, Kollegen. Was macht der denn da? Ach so, das ist schon das... Ach, das ist das Teil hier, oder was? Das ist der Roboter. Hey, cool. Dann fahr mal hin, Kollege. Du kannst dich mal um ihn kümmern. Aber die Bombe ist doch schon hochgegangen, oder bin ich denn doof? Warum sollen die denn jetzt noch irgendwie... wie er rumfährt, dieser dumme Typ. Der Roboter ist genauso dumm wie die Menschen. So, du, Kollege, kümmerst dich mit R um... R. R. Alter, R.
Laufdrücken oder was? Hat er nicht, oder was? Ach doch, macht er. Ach, guck mal, das Tanklöscher-Auto macht das von alleine, oder was? Wie geil ist er denn? Ja, dann machst du hier schon mal trotzdem noch mit. Mit E. Ey, wie dumm ist denn dieser Hampelmann hier, ey? So, du sollst jetzt löschen. Haben die bei so einem Löschfahrzeug nicht sowas dabei, trotzdem? Wie stehen die Dinger einfach daneben, oder was? Ey, ey, ey. Ey, ihr Jungs. Ich will, dass man hier so viel Zeit hat. Man kann sich richtig Zeit nehmen, diese Leute. Diese Leute hier. Alle abzutransportieren. So, er hat es geschafft, glaube ich. Bombe ist entschärft, die zweite. Ach, eine zweite Bombe. Alles klar. Schön, dass die zweite Bombe nicht mit der ersten hochgegangen ist. Haben wir nochmal Glück gehabt, ne? Dass die Detonation hier sich nicht so weit ausgebreitet hat. So. Was ist denn mit diesen Feuerwehrleuten? Warum stehen die denn einfach daneben? So, hast du jetzt eine Schere dabei? Keine Menschen drin, okay. Habe ich ja im Griff, diese Baustelle hier. Da sind schon wieder so viele Schaulustige, ne? Feuerwehrmann hat kein Rüstfahrzeug bei sich, ja. Selbst schuld. So, wieder einsteigen, du Affe. Du bist ja noch mitgekommen. Du gucken, oder was? So, SEK kann wieder abrücken, würde ich sagen. 6 Opfer! Ich habe nur ein Opfer gesehen bis jetzt. 2. Gott, oh Gott. Klar, dann muss ich ja noch mehr. 6 Opfer, das ist ja verrückt. Hol ich mal noch einen Rettungswagen mehr. Wo sind denn 6 Opfer? Ich sehe nur 2. Sind die in den Autos drin, oder was? Alle Brände löschen 3 von 13? Oh, ach du Scheiße! Okay. Gott, oh Gott, oh Gott. Alles klar. Hier ist ja ordentlich was los. Das habe ich nicht gewusst, Kollegen. Hätte man vorher sagen können, dass hier überall Brände sind. Gott, oh Gott, oh Gott. Da. Haben wir nur mal Schwein gehabt, dass wir das gesehen haben hier, ne? Das auch, brennt jetzt auch gleich alles. Eieieiei. Naja. Aber ich bin neu, erster Tag, ne? Kann man nicht böse sein, dem Anfänger, ne? Dass er sowas übersieht. So, Leiterwagen ist gekommen. Aussteigen. Da wird man ihm nicht böse sein. Nein. So, erstmal Haus löschen vielleicht. Da, auch mal alle raus. Wir sind schon ausgestiegen. Hier gehen wir auch mal alle raus. Jetzt rennt mal los, Kollegen. Das habe ich nicht gewusst hier, dass er überall brennt. Das überall brennt, ne? Natürlich blöd gelaufen. Ey, wie? Kann man irgendwie mit Shift oder so zusammen auswählen? Nein. Okay, egal. Er löscht jetzt mal das kleine Feuer hier. Du. Löscht mit hier. Alter, es brennt ja alles. Jetzt fängt es auch richtig an zu ruckeln. So, du löscht jetzt hier. Willst du nicht? Ja. Löschen. Die haben alle keinen. Ah, doch, okay. Kannst mal hier ein bisschen löschen mit dem Feuer. Mit so einem. Hier, wie heißt das denn? Feuerlöscher. Kannst hier mal ein bisschen löschen. Das Löschfahrzeug. Das kann jetzt auch mal. Alter, hier brennt alles. Kannst hier nochmal ein bisschen. Nee, lösch mal hier Haus lieber. Geht er jetzt dahin? Ja.
Dann hole ich schon mal. Wer von zwei? Gott, oh Gott, doch. Ja, auch. So. Er ist voll oder was? Ist er voll oder nicht? Ich schicke ihn auch mal zurück. Schon. Ach nee, okay. Oh nee, nicht. Da kommen die erst. Die Jungs kommen ja erst. Oh Gott, Gott. Nee. Bleib stehen. Okay. So, er hier. Ist da jemand drin? Nee. Wo sind, ach, da ist er. Wo sind denn noch mehr Verletzte? Wir müssen doch irgendwo noch Verletzte sein. Eieieiei. Hier nicht. Oh, hier. Okay, geh mal dahin. Auto fährt. Du sollst, du Kollege, kümmere dich jetzt mal um ihn. Hey, du bist. Was ist das hier, dein Auto? Okay. Auch mal hier hin. Haus habe ich ja gerettet, oder? Ist das alles abgebrannt? Gerettet, würde ich sagen, ne? Er löscht hier noch ordentlich. Lösch mal vielleicht lieber den Brand erstmal vor deiner Nase. Und er läuft einfach durchs Feuer. Kein Problem. So, sind hier noch Jungs drin? Wo sind die denn alle hingelaufen? Die löschen ja hier alle nicht. Also ich sehe zwei Leute löschen, die anderen haben keinen Bock oder was? Löschfahrzeug bleibt auch einfach stehen, oder? Ja, jetzt fängst du an zu löschen. Alter Kollege. So. Du schleppst den ab. Du schleppst den ab. Abschleppen. Will er nicht. Wer ist er hier? Feuerwehrmann, ja. Da sehe ich aber nichts von. Er will Feuerwehrmann sein, ne? Willkommen. Und zwar hier. So, er streckt jetzt mal aus. Dann kümmert sich. Wie geil er auch diesen Schlauch legt, ne? Einmal komplett ums Gebäude rum. Hier. Wie geil. Hier einmal hier noch um den Zaun auch noch rum. Wie geil dieser Schlauch jetzt liegt. Hammer. Wie hast du deine ganzen Medikamente schon verbraucht, oder was? Alter. Mann. Jetzt los. Einsatz fehlgeschlagen. Zivilperson gestorben. Kann doch nicht. Das kann doch nicht sein. Das machen wir aber nochmal. Oder wollen wir einen anderen? Ich guck mal im Hauptmenü, was hier noch, ob wir noch einen anderen Einsatz haben. Das ist ja frech. Spielen. So, warte mal. Oh, Großeinsätze. Kann ich vielleicht Hamburg mal wählen? Da kenne ich mich ein bisschen aus. Was ist das? Drachenflieger von Ulm, habe ich schon längst gemacht. Freies Spiel in Hamburg. Freies Spiel in Hamburg. Geil. Da machen wir doch mal. Endlos Spiel. Hi. Spiel in Hamburg. Da kenne ich mich ein bisschen aus, zum Glück. Aber Ladezeiten, ich weiß nicht, wir haben noch 10 Minuten. Ich weiß nicht, ob die Ladezeiten es schaffen, das Spiel in 10 Minuten zu starten. Aber München, ja, tut mir leid. Passiert halt, ne? Wenn man Rettungssanitäter ist, dann kann man auch nicht jeden retten. So, dann muss man auch mal gucken, wo sind die... Was war das denn? Wo sind die Frauen und was kann man machen? So, wo sind wir denn hier? Erstmal... Weiter rauszoomen kann ich nicht. Erstmal mich orientieren kurz. Alle Brände löschen. Das lassen wir erstmal kurz. Das ist die Elbphilharmonie, oder was? Ist aber klein.
Wieso kann ich denn nicht weiter rauszoomen jetzt? Dann ist hier die Elfen, dann muss hier ja der Hafen gekommen ist. Boah, wie das alles ruckelt, ne? Aber die Wassereffekte sind halt auch zu krass. Da ist der Hafen, hier muss dann hier... Ja, guck mal, stimmt sogar. Hier, Landungsbrücken. Das ist ja richtig gut. Das stimmt ja auch hier. Hier ist eigentlich keine Straße rüber. Geht keine Straße über die Elbe. Na egal. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den Brand. Ich glaube, das ist wichtiger. Gebäudebrand mit Personenschaden. Personenschaden finde ich auch immer so ein schönes Wort. Ich bin mit der Bahn gefahren. Da gab es auch einen Personenschaden. Was macht er denn da? Zu Hilfe, zu Hilfe. Na, da müssen wir noch mit dem Leiterwagen kommen. Drehleiterfahrzeug. Aber ich sehe auch nichts brennen. Ach, da unten brennt. Muss ich denn dann noch machen? Rüstwagen? Rüstwagen auch hin. Nehmen wir gleich noch einen Notarzt, falls die irgendwelche Verbrennungen haben. Oder zu viel eingeatmet. Dann nehmen wir auch den Rettungstransporter auch noch. Wird voll die Straße von uns. Aber ich denke, das kriegen wir hin. So, was sagt der Chat? Schönes Spiel. Das ist vor 2005. Das ist so ein Schaden. Wo sind wir denn hier? Auch im Hafenbereich, ne? Ach, hier kann man hier rauszoomen, noch oder was? Hier vielleicht? Nee. So, Übersichtskarte. Das soll ganz Hamburg sein, was? Nur so ein bisschen Hafen. Ein Gebäude, was es gibt, wirklich immer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Medizinischer Notfall auch noch. Ach, liegt wieder einer, da. Da liegt wieder einer bei den Containern. Wahrscheinlich abgestochen. So, Rettungswagen und den Rettungsabtransporter. Gehe ich mal wieder hier zum Brand zurück. Sind immer auch meine Autos noch nicht angekommen. Ja, wir holen dich da runter. Sieht aber aus, als würde der Fenster putzen da, ne? Oder winken. Er winkt einfach nur. Oh. Zu nah rangezoomt. Wo sollen wir denn hier überhaupt sein? Immer noch am Hafen. Einfach springen, kleiner Mann. Ist das dieses Fallout? Ja. So, er macht hier. Dann steigt ihr mal alle aus. Du kannst auch schon mal aussteigen und du kannst auch schon mal aussteigen. So, hier sind meine Jungs. Er und Brand löschen. Und du darfst ja, auch mit löschen. Und du C chillen. Nein, der darf auch mit löschen. Ja, der muss nicht zugucken. Wir dürfen alle löschen. So, er hier steigt auch aus. Ist er schon? Er sollte doch schon längst ausgestiegen sein. Wo ist er denn hingelaufen? Wo ist er denn hin? Hallo? Ach, hilft er ihm schon? Guck mal. Zum ersten Mal selbstständig hier. Ich könnte schon mal da hinfahren. Und dann gucke ich mal, was der medizinische Notfall macht. Die steigen natürlich nicht vorher aus. Okay. Genau, gehen wir gleich zu deinem Versorgung. Und ihr könnt euch auch schon mal da hinstellen. Da erstmal chillen. Ja, das habe ich doch ganz gut im Griff hier, ne? Habe ich schon geschafft alles, oder was? Ja, dann steigen wir ein. Kleine Brände sind ja für mich auch kein Problem, ne? Also Großbrand, so Bombenentschärfung und sowas, muss ich noch ein bisschen üben. Was machen die Jungs da? Fahren die wieder... Sich mal angucken, wie dumm das eigentlich alles aussieht, was die hier machen. So, einsteigen. Ja, wollt ihr da abhängen oder was? Steigt ein. So, er steigt auch ein.
Und du kannst erstmal wieder ins Headquarter fahren. Zack. Auch ins Headquarter. HQ! Überfahrt ihn doch ruhig. Drängeln ja gar nicht. Wir haben zwar keinen Brand mehr, aber wir wollen echt nach Hause. Hey. Ja gut, machen wir von alleine. Wir gehen auch dahin. Schnell nochmal dahin, weil der Typ muss auch noch abtransportiert werden. Da ist er schon auf dem Weg. Sehr, sehr gut. Läuft doch. Hier auch abhauen. Und du fährst ins HQ. Guck dir das an. Gelöst. Geil. Hamburg liegt mir aber auch mehr am Herzen als München. Deswegen gebe ich mir hier besonders viel Mühe. Wäre ja blöd, wenn ich da auch noch gefeuert werde. Die haben auch wahrscheinlich nicht von dem München-Vorfall mitbekommen. Sonst hätten die mich nicht wieder eingestellt. So, das klappt alles. Und der ist auch schön, schön. Ach, schön. Endlich läuft's ja mal. Was ist hier da? Soll das sein? Das ist mein Headquarter oder was? Ja. Ich bin direkt am Wasser. Lässt man sich nicht lumpen. Ich würde gerne mal weiter raussuchen. Was soll das denn? Opfer abtransportieren. Mach. Habe ich jetzt auch alle Sachen schon hier eigentlich freigeschaltet? Habe ich auch so ein Bergungshelikopter. Geil. Weil in Hamburg ist es auch sehr schwer, an alle Sachen ranzukommen, weil es hier so bergig ist. Bergungshelikopter. Geil. Okay, ich hoffe, da kommt immer was. Ein Auftrag. Aber wir haben leider nicht mehr viel Zeit. Aber das Spiel gefällt mir so gut. Ich glaube, ich muss es nochmal spielen. Oh! Achso, hab's geschafft. Das heißt, dass man es geschafft hat, wenn alles blinkt. Aber ich erkenne Hamburg noch nicht so richtig wieder. Sie sieht sehr, sehr grau und hässlich aus. Oh, ein Schiffsbrand. Das ist Hamburg, ne? Da brennen hier die Schiffe. Schnell Feuerwehr hin. Hallo, Rüstwagen. Rüstwagen hin. Komm, da schwimmt auch jemand. Zu Hilfe. Haben wir wohl auch so Rettungsschwimmer? Oder wie kriege ich die da weg? Der kann, wenn er schon da rumschwimmt, ne? Guck mal, genau daneben ist das Ufer. Das. Guck mal, was für ein Assi. Er will unbedingt gerettet werden. Als ob hier Pamela Anderson gleich ankommen würde und sie ihn retten. So ein Idiot, oder? Was soll das denn? Den werde ich aber ertrinken lassen. Was soll das? Das ist doch echt lächerlich. Da schwimmt noch jemand. Als ob die alle nicht schwimmen können, aber auf dem Schiff arbeiten. Der Kerl. So, Rettungswagen. Da mal zwei von. Wie hole ich die denn jetzt da raus? Wir brauchen auch echt lang dahin, leider. Oh, es ist schon vorbei, leider. Ach, das ist ja schade. 25 Sekunden nur noch. Dann geht's schon weiter hier im Programm. Schade, ich hätte gerne noch weitergespielt. Wäre mich wirklich interessiert, wie die Jungs jetzt da rauskommen. Aber das machen wir ein anderes Mal, leider. Was? Ja, ich. Jetzt wird gewechselt. Ach, du kommst jetzt. Deswegen sitzt du da schon. Ja, jetzt kommt Life is Strange mit Simon. Bis zum nächsten Mal. Mit Emergency freue ich mich schon sehr drauf. Dann retten wir auch die Jungs da aus dem Wasser. Bis dann.